Push! Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zum ersten Video aus Season 4! Leute, mit dabei ist heute Tobi. Schaut unbedingt bei ihm vorbei, wenn ihr coole Videos sehen wollt. Ja, das ist ein wenig krank. Also ich habe nämlich coole Videos zu den Herausforderungen gemacht, die man hier machen muss und die Kamera von mir lösen. Und in den Videos erfährt Tobi. Tobi, krank unangenehm einfach. Mit dabei ist noch Orange, Kevin, ja? Der Boy hat gerade Durchfall. Was geht und Leute, wir kommen direkt zur ersten Neuerung. Man kann in der Lobby jetzt alles zerstören. Also wir haben jetzt mit der neuen Season eine Menge Sachen, die ich gerne zeigen und ansprechen möchte, meine Freunde. Aber erstmal, meine Freunde, gehen wir jetzt hin und ich zeige euch ein kleines Secret, was ich auf Reddit gefunden habe. Dazu müssen wir nach Salty Springs, Leute. Und es hat sich einiges verändert. Darf ich was sagen? Denn? Es gibt eine neue Stadt rechts oben. Ich weiß. Risky Reels. Risky Reels gibt es, meine Freunde, bei Dusty Depot und so weiter und so fort zu den neuen kleinen, wie heißt diese, Space-Fragmente. Weißt du, was ich meine, Tobi? Wie heißt Splasher, diese? Ja. Diese, heißt die Splasher? Nein, keine Ahnung. Aber ihr wisst, was ich meine, Leute. Diese kleinen Kristalle, die man aufnehmen kann, wo man hochspringen kann. Gibt es morgen nochmal ein Video. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt, Leute, was ich von der Season gesehen habe, es hypt mich so dermaßen durch, Amenakolm, Leute. Es geht mir so unter die Haut. Ich fühle es so sehr, Leute. Und ich finde es einfach krank, was sie hier an Content wieder da reingeballert haben. Das ist einfach nur heftig. Das ist einfach nur heftig, Leute. Da landet schon jemand drauf, Tobi. Ist egal. Lass den erstmal umbringen, lass den Typen erstmal umbringen und dann gehen wir das Haus rein, Leute. Denn ich habe auf Reddit ein Secret gefunden, meine Freunde. Und es wird wieder heiß herspekuliert, was da wohl hintersteckt, was es damit auf sich hat und so weiter und so fort. Tobi, ich habe immer noch keine Waffe, Bro. Grüße, ich auch nicht. Ich trinke mir den Schildtank mal hier. Gegenüber ist der Typ. Warte mal. Er kommt. Tobi, ich werd angeschossen. So, du Blödmann. Dankeschön. Sehr gut. Ich weiß auch nicht, warum der nicht einfach mit einer richtigen Waffe auf mich geschossen hat, anstatt... Na, egal. Gut, egal. Leute, wir gehen jetzt mal hier rüber in das Haus und es wird jetzt schon auf Reddit hochspekuliert, was dahinter steckt. Ist das eventuell wieder ein neues Secret, was auf neue Inhalte und so weiter und so fort anspielen soll? Guckt mal ganz kurz in diesem Haus bei Salty Springs, meine Freunde. Wir gehen hier die Treppe nach unten, ja? Und hier drunter versteckt sich etwas. Und zwar ein geheimer Eingang, Leute, in eine geheime Kommandozentrale. Guckt euch das mal an. Hier ist ein Fitnessraum drin, meine Freunde. Hier ist eine Dusche drin mit einem Schild. Tobi, hör mal auf! Ich will das zeigen, Alter! Mach doch nicht alles direkt kaputt! Egal, ja. Leute, also ihr seht hier unten einen kompletten Fitnessraum. Das heißt, komplett neue Props hier drin. Diese Geräte, diese komischen Stepper gab es vorher noch nicht. Eine Hantelbank und so weiter. Tobi, ist das dein gottverdammter Ernst? Eine Menge Bildschirme, meine Freunde. Das hier unten ist quasi so ein geheimer Bunker. Und es wird bis jetzt hardcore drüber spekuliert, warum dieses Ding hier unten ist, Leute. Angeblich, weil eventuell auf Salty auch noch Meteoriten und so weiter und sowas runterfallen, Leute. Ich verlinke euch nochmal den kompletten Reddit-Thread mit der gesamten Diskussion unten, Leute. Das wollte ich euch gezeigt haben. Tobi, jetzt ist aber mal gut mit deinem ADS, Alter. Geh die Treppe da oben, lass mich in Ruhe hier unten. Also ihr seht, Leute, das ist quasi unser neues Secret, was wir jetzt auf der Map gefunden haben. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zu einem weiteren kleinen Secret. Da müssen wir aber nach ganz oben laufen, nach Risky Reels für. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Tobi, hast du eventuell... Oder wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ganz kurz hin, gewinnen schnell die Runde, Leute, und zeige euch in der nächsten Runde einfach mal oben in Risky Reels, wie es da aussieht. Tobi, Steps? Wir sind der Gegner draußen. Knocked. Nicht aufmachen! Upsi. Der hat einen Raketenwerfer. Ja. Echt? Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt zu Risky Reels. Ja, dann gehen wir direkt nach Risky Reels, Leute. Das wollte ich euch gezeigt haben. Wir gehen jetzt mal rüber in die neue Stadt nach Risky Reels, Leute. Denn da zeige ich euch noch ein ganz kleines Feature, was auf jeden Fall für Content Creators wie mich und auch andere Leute echt interessant werden könnte. Wir landen jetzt hier vorne erstmal im wunderschönen Autokino mit diesen neuen Fragmenten. Überall, wo die Meteoriten gelandet sind, sind ja diese kleinen Fragmente halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Tobi, ich habe eine Shotgun. Ich habe ein Fragment. Au, was? Ich bin tot. Ich bin schon wieder knocked. Ich habe einen knocked. Hinter dir, noch hinter dir. Sein Mate. Wo denn? Der, hallo, hier, bei mir, direkt oben jetzt. Der will mich finishen. Oh Gott, sein Mate kommt. Nimm dir eine Waffe, Tobi. Hast du? Ich hab nen Revolver. Sein Mate ist gegenüber, vorsichtig. Wow. Hast du ihn down? Ja. Stark, Digga, stark. Hier ist noch eine Shotgun für dich. Ich mach mal die Kiste auf und schau auf. Oh, der. Oh, goldenes Gar. Echt jetzt? Ja. Ja, neat, Bro. Ja, nice, Killer. Okay. Das wird auf jeden Fall ein easy win. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rein, Leute, und finden jetzt hier quasi schon das neueste Feature auf der Map. Eine richtig geile Sache, und zwar diesen wunderschönen Greenskin, Leute. Ey, Epic Games, ihr macht einfach momentan fucking alles nochmal richtig. Guckt euch jetzt mal bitte an, Leute, was wir jetzt hier machen können. Ich zeige euch gleich mal ein paar Szenen mit dem Replay-Mod. Das heißt, wir können jetzt hier quasi stehen und verwirrt sein, Leute. Wir können hier quasi Popcorn essen. Ihr seht, Leute, wir stehen gerade im Kino. Ich zeige euch gleich nochmal im Replay-Mod. Man kann damit so dermaßen coole Sachen machen. Ich finde es richtig nice, dass sie es reingebracht haben. Gerade als Content-Creator kann man hier richtig, richtig witzige Sachen mitmachen. Also geht da auf jeden Fall mal hin. Und auch generell Risky Reels gefällt mir richtig gut, weil der Loot hier eigentlich echt ordentlich ist, wa? Also hier kann man auf jeden Fall einiges holen. So, hier haben wir nochmal wunderschön diese Kristalle, mit denen man halt springen kann. Schaut euch das mal an. Wir haben jetzt so ein Special Super-Mega-Jump, Leute.
Macht auf jeden Fall Bock. So viel auf jeden Fall zu den Neuigkeiten betreffend der neuen Spots auf der Map. Gut, Leute. Erstes Mal das Depot. Auf geht's. Aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall jetzt ein kranker Hotspot werden, Leute. Da werden eine Menge Leute rumgammeln. Tobi, pass auf. Siehst du diesen etwas höher gelegenen Turm in der hinteren Ecke? Hinten rechts. Ja, genau. Ja. Da ist ja LKW in der Nähe, hä? Ja. Da kann man hin. Wir gehen hier rein, komm. Oh. Hast du die Kiste kaputt gemacht? Ist das dein Ernst, Tobi? Hier ist gar nichts. Okay, komm mit mir. Hier sind auf jeden Fall Spirits. Oh. Komm her. Der hat mir das Kill gesteelt. Tobi, nein. Was ist eigentlich mit diesen Metroiden hier? Macht der Schaden, wenn man da dran geht? Nein. Schaut euch das Ding an, Leute. Ne? Schaut euch das Ding an. Tobi, bei mir ja. Spieler, komm her. Hast du ihn? Ja, das Mate kommt. Der Mate ist draußen. Ah, da hinten ist einer. Ein Osterhase da, wo wir gelandet sind. Ja. Steps. Nein. Wow, Alter. Dick. So, Kinas. Tobi, raus. Springe raus. Müssen wir raus. Leute, es gibt noch eine weitere kleine Neuigkeit, die wir euch zeigen möchten. Und zwar, meine Freunde, haben wir euch bereits den neuen Part gezeigt von unserem Palettenparadies. Wir haben bei Tilted gezeigt, wie es da aussieht. Wir haben euch gezeigt, wie das Depot aussieht. Wir haben euch Risky Reads gezeigt, meine Freunde. Und wir haben in Salty diese Geheimbasis gezeigt. Und wenn ihr denkt, Leute, das wäre schon I dare you, meine Freunde. Denn wir haben hier nochmal diesen neuen Spot auf der Map hier vorne. Das hier unter mir ist, glaube ich, auch neu. Ich weiß es nicht. Dieser Campingplatz, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ist diese unglaublich fette Villa hier vorne neu, meine Freunde. Das Ding ist, Robi, wir sind hier nicht alleine und wir haben vor allen Dingen ein paar Gegner bei uns, die eine Waffe vor uns finden werden. Wollen wir gleich fliegen da, wo wir hinwollen? Nee, wir müssen erstmal die Gegner umbringen. Absolut doofe Situation. Er ist down. Ja, Leute, passt mal auf, denn wenn man hier den Keller runtergeht oder außen rum geht, findet man hier auch wieder eine weitere Geheimbasis, meine Freunde. Und dieses seltsame Ding hier löst eine Menge Rätsel aus. Und zwar, Leute, handelt es sich hier wieder um eine der Geheimbasen, wie auch in Salty Springs. Und wöchentlich soll sich ja jetzt die Map verändern, Leute. Was es jetzt genau damit auf sich hat und was da uns wieder erwartet, das wissen wir natürlich noch nicht. Aber wir sehen hier ein ganz mysteriöses Logo, Leute. Und ich denke mal, dass das irgendwie unmittelbar mit diesen ganzen Metroiden und sowas zusammenhängt, Leute. Dieses Ding hier werden wir wahrscheinlich jetzt vermehrt sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass immer mehr Geheimbasen dazukommen und die Map quasi durch solche Sachen ergänzt wird. Vielleicht haben wir sogar noch eine übersehen, man weiß es nicht. Aber ihr seht hier unten, Leute, das sieht auf jeden Fall... Oh, Tobi, Steps, Gegner. Klaus bei mir? Ja. Da war auch schnell tot, ne? Also ihr seht das hier, Leute, so sieht es hier quasi aus. Wir haben hier diese wunderschöne Geheimbasis. Man kann die auch von der anderen Seite quasi begehen. Nämlich, wenn man sich einfach hier um die Ecke baut, Leute, dann sieht man das Ding auch. Also man kann quasi auch von hier unten rankommen. Interessant auf jeden Fall dieses Haus hier. Das ist auch sehr, sehr gut bewacht. Man sieht hier überall Kameras und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, was jetzt der genaue Purpose dieses Hauses, beziehungsweise was dahinter steckt, man weiß es nicht, Leute. Wir haben hier vorne auch nochmal einen kleinen Metroidenkrater, habe ich gerade entdeckt. Vielleicht ist da ja auch nochmal was. Also wir haben hier überall kleinere und größere Einschläge auf der ganzen Map. Und hier haben wir wieder einen weiteren Krater. Und hier sind noch ganz seltsame Regierungsgebäude. Seht ihr das? Also Regierungsfahrzeuge meine ich. Guck mal hier, auch neue Fahrzeuge. Ist aber nicht das gleiche wie unten in der Basis drin. Das ist was anderes. Okay. Es ist echt krank interessant, Leute. Fortnite wird immer mystischer mit der Zeit. Da vorne ist ein Gegner, Tobi. Oh, ja. Gut, dass der uns hört. Sorry. Sorry. Oh, nein. Hilfe. Hallo. Hä? 8 Schaden. Ich habe ihm 8 Schaden gemacht. Ja, das habe ich doch schon ganz Zeit, Alter. Das passiert, Tobi. Oh, damn. Guck mal hier. Das ist auch neu. Was? Hier ist eine Rampe, Leute. Sind das vielleicht die Fahrzeuge? Auch wieder Kameras. Hier sind auch wieder Kameras. Okay, das ist auf jeden Fall von einem Stunt hier, Leute. Okay. Meint ihr, es kommen bald wirklich Fahrzeuge ins Spiel? Stellt euch das mal vor, denn diese Helikopter-Theorie, die ich da noch habe, wie gesagt, da geht auch so ein bisschen in die Richtung, Leute. Boah, wie krank wäre das bitte, Tobi? Warte mal, man kann diese Cam nicht kaputt machen. Das heißt, es ist auch irgendwie ein fester Teil von irgendwas. Weißt du, was ich meine? Da unten ist ein Gegner übrigens. Hab ihn knockt. Ach komm. Es tut mir leid. Heute bist du aber mal der die ganze Zeit klaut. Ich glaube, gegenüber beim Prison war noch jemand. Schau mal her. Da ist nämlich auch noch ein weiterer Krater, Leute. Oh, von hinten. Da oben steht noch dieser auf diesem Ding drauf. Ja, gut gemacht, Tobi. Das war relativ easy. Also, wir haben jetzt Krater bei Dusty Depot. Im Gefängnis, meine Freunde, in der Nähe von Lonely Lodge. Es geht auf jeden Fall eine Menge down momentan. Diese ganzen Metroiden. Ich bin mir sicher, das ist noch nicht das Ende. Und da wir ja wissen, dass die Map sich jetzt regelmäßig ändern wird, I don't know. Also, ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Schaut euch mal das arme Gefängnis an, Leute. Guckt euch an. Auch hier wieder diese Regierungsautos, ne? Wow. Vorne ist ein Gegner. Komm mal, die können wir von hinten pushen. Na gut, da sind die anderen schon. Hab einen.
Boah, der connected, Alter. Woo! Hast du den anderen, oder? Ja, so gut wie. Wo ist denn der? Ach, Bro, ich hab mich getroffen, Alter. Peinliches Leben. Da ist ein Gegner in 210, 100, ja, 210. Da vorne hinter dem Wolzen Gegner, siehst du? Musst jetzt da hinlaufen. Ja, da müssen wir hin, da müssen wir kämpfen. Oh, die bauen eine Burg. Oh, ja, die bauen eine Burg, da gehen wir die Halle, oder? Und hier vorne rechts, Tobi, hier vorne rechts noch ein Spieler. Skit! Skit, skit! Ich seh okay. Die anderen da am Turm. Kannst du die ein bisschen baiten, dann klatsch ich den. Boah, der war böse. Der war absolut frech. Skit! Hast du es gemacht? Ja. Oh, wo ist denn der andere? Der war doch knocked, oder? Nein, der war instant down. Okay, hast du noch Raketenmunition, Schatz? Für dich nicht. Was geht? Von links wird noch gesniped, musst du aufpassen. Ich seh die da snipen. Ich weiß, komm, wir pushen auf den Berg hoch und holen uns die mit dem Raketenwerfer. Kommst du mit mir hier rüber, Tobi, dann können wir zusammen gehen. Ich hab einen genockt. Sehr schön. 161 Meter, spontan mal genockt. Hast danke, du dich selber angeschossen? Nee, aber du hast mir den Kill gestealt. Aber die anderen zwei davor. Komm da hinten. Da hinten ist noch schon ich. Unter uns bauen noch welche, ne? Wie hier. Oh Gott, hier sind zwei. Hab einen Not. Oh! Sehr stark, Alter. Oh Gott, oh Gott. Ich hab 3 AP, Bro, ich hab 3 AP. Die pushen uns. Echt jetzt? Ja. Das reicht's aber hier. Oh, da unten sehe ich einen John Wick. Der pusht. Einer war direkt close bei mir. Knocked. Sehr schön. Hier war auf jeden Fall auch noch irgendwo jemand. Unten, direkt bei mir. Unter mir. Ja, gut. Das war auf jeden Fall stark, Tobias. Alter, wie viel Zeug hier liegt, ne? Hier sind wir jetzt gar für dich. Zwei Gegner hat's noch, Alter. Dann sind wir durch, Tobi. Dann haben wir das Ding. Ich sehe die Gegner. Wo denn? 105, Einheits und Osten. Digga, die Kugel war so knapp wie noch nie an meinem. Wir haben einen Sniper, aber, ne? Ja, ja. Da picken wir lieber nicht. Oh, ne? Der hat auch einen Rocket Launcher. Habe ihn hittet? Digga, einer hat 100 Hits bekommen. Boah, Junge, macht das Bock, mit so viel Munition zu spielen. Der hat eine Fort. Noch einer? Als ob sie zwei hatten. Lol. Ich hab einen genockt. Ja, jetzt over, Tobi, komm. Mach fertig, Alter, mach fertig. Mach fertig das Ding. Okay. Nice, Mann, Digga. Woo! 9 und 8 Kills, Leute. Geiler Win. Ihr habt alle Spots gesehen. Es war wieder eine Ehre für uns, für euch, das alles gemacht zu haben. Die Links zu den original Reddit-Post findet ihr in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall bei Tobi vorbei, wie schon oft gesagt. Und macht's gut, haut rein. Ich küsse euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.